Als ich vor 8 Jahren bei meinen Eltern ausgezogen bin, wollte ich trotzdem jeden Tag so essen, als wäre ich bei meinen Eltern. Also habe ich angefangen, meine Lieblingsgerichte zu lernen. Das hier heißt Taser-Fasulye und wird aus Stangenbohnen gekocht. In einem Topf dünst man gehackte Zwiebeln mit etwas Olivenöl an. Danach geben wir mal frische Tomaten und etwas Tomatenmark dazu. Wenn die Tomaten saftig genug sind, muss man nicht extra Wasser dazu geben. Salz und Pfeffer dazu und danach kommen die Bohnen in den Topf. Die habe ich vor ungefähr 1,5 Stunden köcheln lassen, damit sie weich werden. Ich habe Taser-Fasulye früher als Kind nie gemocht und hatte es immer mit Joghurt gegessen, damit es schmeckt. Und das mache ich heute immer noch so und es ist unnormal lecker.